TV Straßensound. Ich kann gar nicht glauben, wen ich hier zu meiner Linken habe. Einfach meine Lieblingsradiomoderatorin. Vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Hallo. Ja. Freut mich. Danke fürs Kompliment auf jeden Fall. Wir haben uns ja jetzt auch eben erst kennengelernt. Tatsächlich das allererste Mal, ja. Das war jetzt kein Geschleim. Ich selber arbeite auch im Radio bei Fritz. Ja. Und ich. Haben gerade Kollegen von mir hingewechselt auch. Alte Kollegen. Tolga und Lori, ja. Na, dann freut's mich für die beiden. Ich kenne die zwar nicht, aber trotzdem. Liebe Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Als ich beim Radio angefangen habe, habe ich mir natürlich Radiogrößen angeguckt, unter anderem natürlich auch dich. Und ich muss sagen, Alicia, du machst deinen Job verdammt gut. Vielen Dank, danke schön, wirklich. Danke für die Liebe, freut mich sehr. Gerne. Wie bist du dazu gekommen, eigentlich im Radio zu arbeiten? Also ich habe lange schon moderiert, ich habe auch studiert, ich habe immer so viele Off-Air-Moderationen gemacht, mal hier, mal da. Und dann habe ich mir aber irgendwann überlegt, okay, ich mache das nochmal wirklich von Grund auf, ich mache nochmal ein Volontariat beim Radio. Und das habe ich dann gemacht. Wow. Darf ich fragen, was du studiert hast? Ja, ich habe angewandte Medien studiert, das ist so der Oberbegriff. Aber es ist ein privates Studium gewesen, das auch sehr praxisorientiert war. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich das den jungen Leuten raten würde. Früher wurde uns das so ein bisschen eingeredet, aber ganz ehrlich, macht Praktika, guckt irgendwie, dass ihr praktische Erfahrung sammelt. Heutzutage hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten. Voll, So ein Studium ist nicht unbedingt notwendig, aber es schadet jetzt auch nicht. Ich bin über einen YouTube-Kanal da reingerutscht, weil ich auf YouTube ein bisschen aktiv war. Okay. Die haben das gesehen und dann kam die Connection. Ja. Aber ich habe trotzdem Respekt für dein Studium. Das ist bestimmt nicht einfach. Ja, also es ging. Also ich war nie so der typische Studentinnen-Typ. Ich wollte immer irgendwie mein eigenes Ding machen. Ich mag es nicht so diese angetäuschten Sachen, weißt du, so ich möchte richtige Sachen machen und im Studium, da hast du halt immer so eher so Probesachen oder du tust so, als würdest du was machen und ich wollte halt immer richtig was machen. Also das Volontariat war härter als das Studium, das muss ich sagen. Ich gucke gerne die Show, habe ich ja gesagt, und dann sehe ich einen Raf Camora und hast du nicht gesehen, wen das? Wie fühlt es sich an, so Größen der Rap-Szene zu kommen? Wie verhalten die sich freundlich dir gegenüber oder denkst du dir manchmal, ach, was geht denn da bei denen? Nein, also ich kann wirklich über jeden nur sagen, nur Liebe für alle. Es hat sich mir gegenüber noch nie jemand blöd oder respektlos oder irgendwas benommen. Wirklich noch nie. Wir arbeiten alle sehr gut miteinander. Wir haben alle Respekt voreinander. Ich habe Respekt vor deren Werdegang, vor deren Arbeit. Die haben Respekt vor meiner Arbeit. Und Gott sei Dank ist es ja auch so, dass meine Gäste immer wieder kommen und auch gerne da sind. Deswegen, das ist ja auch schon ein Zeichen von Respekt und dass die Arbeit gewertschätzt wird. Und das freut mich natürlich sehr. Also wenn das kein Zeichen von Respekt ist, dass die Leute wiederkommen, dann weiß ich auch nicht. Wir sind ja heute auf der Release-Party vom Guten Dü. Ne? Yes. Hast du denn die Klamotten schon gesehen? Ja, ich habe die Klamotten schon gesehen. Ja. Ich habe mir auch schon ein, zwei Sachen ausgesucht. Vielen Dank auch nochmal an Dü. Wir haben ja auch gestern eine Special-Sendung dazu gemacht bei JamFM, um das so ein bisschen auch das Event heute ein bisschen zu pushen. Und ich war aber sehr überrascht tatsächlich, wie viel Liebe fürs Detail er doch hat und wie sehr er in diesem ganzen Modefilm aufgeht. Ja. Und ich glaube, da kommt noch einiges mehr. Also da kann man noch einiges erwarten von ihm. Ich muss sagen, du bist ja auch heute im perfekten Dress angekommen. Ich glaube, wie lange hast du gebraucht für dein Outfit? Tatsächlich war ich nochmal bei Sarah heute. Oh, okay. Der ist von Sarah. Und habe mir halt einen Mantel gekauft. Und darunter habe ich aber ein Kleid an. Also wenn man nachher tanzt, dann zieht den Mantel auch aus. Du bist nicht so eitel, sagen zu können, dass du auch bei Zara warst und dass es da halt von da ist. Überhaupt nicht. Habe ich auch gestern mit Dü drüber geredet. Klar, man hat auch teurere Sachen zu Hause, aber ich mag Zara total. Und es kommt letztendlich nicht darauf an, wie viel etwas gekostet hat, sondern wer es trägt und wie es aussieht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wie man es irgendwie rüberbringt. Ja. Und das ist egal, ob Zara, H&M oder Louis. Wenn du so... Wenn du dir alles kaufen könntest, was du kaufen wollen würdest an Klamotten, wärst du eher so die, die einfach so das kauft, worauf sie Bock hat? Oder legst du auch schon drauf Wert, Dinge zu haben, um damit quasi vielleicht ein bisschen angeben zu können? Oder was würdest du sagen? Also ich glaube nicht, dass jetzt mein Grund wäre, mir Dinge zu kaufen, dass ich angeben kann. Weil ich glaube, dass man mit anderen Dingen angeben sollte. Weißt du, was ich meine? Also ob du jetzt eine Rolex hast oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich würde, glaube ich, also... Es ist ein Mix. Ich würde das kaufen, was mir gefällt. Wenn mir ein Zara-Kleid gefällt, kaufe ich das. Und wenn mir ein Kleid von Bottega gefällt oder eine Tasche von Bottega, dann würde ich mir die holen. Also Hauptsache, ich fühle mich wohl, Hauptsache, ich finde es irgendwie nice, weißt du? Also eher einfach nach Bauchgefühl, weniger nach Statussymbolen. Ja. Nein, nein, nein. Ich glaube, wenn es um Status geht, dass da andere Sachen wichtiger sind. Und ich glaube, man kann mit einer gewissen Art und Weise, mit einer Attitude, auch mit Freundlichkeit oder mit Respekt kann man mehr flexen als mit einer Rolex. Dein Wort in Gottes Ohr auf jeden Fall. Was geht heute Abend noch so? Also ich freue mich hier zu sein bei dem Event. Ich werde mir gleich einen Drink holen, eine rauchen, vielleicht ein bisschen tanzen und dann gucken wir mal. Ach, ich weiß wieder, was mir eingefallen ist. Was ich, glaube ich, heute schon jeden gefragt habe. Gehst du auch mal mit Jogginghose raus und einem Schlabberlook? Tatsächlich fast jeden Tag. Hey, warum? Wirklich. Die Antwort höre ich heute sehr oft. Seit Corona hat komplett mein Style verändert. Ich gehe wirklich
fast jeden Tag irgendwie mit Jogginghose oder mit Jogginganzug raus. Ja, komm doch dazu dann, ganz ehrlich. Aber echt, ey. Also bitte. Ja, jetzt läuft er weg, ganz ehrlich. Ja, also ich gehe tatsächlich sehr viel mit Jogginghose raus momentan, weil ich mich damit einfach wohlfühle. Und es kann ja auch stylisch sein, aber wenn ich dann Show habe oder irgendwas vorhab, dann mache ich mich natürlich auch fertig und dann gebe ich auch Gas. Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir aufs Wort. Ich glaube, du bist jemand, der ganz genau weiß, die ganz genau weiß, ey, was ich wann zu tragen habe. Ja, ich hoffe. Also ich denke schon, ja. Dann wünsche ich dir weiterhin einen tollen Abend und natürlich viel Spaß auf der Tanzfläche später. Ich danke dir fürs Gespräch, immer wieder gerne. Sag Bescheid, ich bin immer am Start. Hey, by the way, ich würde dich gerne mal in meinem Podcast einladen, wo wir mal vielleicht in ruhiger Atmosphäre auch mal ein bisschen länger quatschen können, weil ich habe echt Respekt vor deinem Werdegang und wenn du Bock hast, bist du herzlich eingeladen. Ja, quatsch mir gleich nochmal. Dankeschön. Finden wir einen Termin. Super. Vielen Dank. Alles klar, ich freue mich. Danke. Ich freue mich auch, danke. Wir feiern Hip-Hop, Bruder. Hip-Hop ist groß. Mir ist es wichtig so, ich hatte nie so diesen offiziellen Beef übers Netz. So, weißt du, was ich meine, Bruder? Wir haben alle gehasselt bis hierher, Bruder. Das war ein harter Weg, sage ich mal, dass man die Musik übersteht, weißt du, ohne einen Kratzer. Was heißt ohne einen Kratzer? Die Wunden heilen, aber man macht stabile Sachen, man ist leise, man versucht ein Mann zu sein und deswegen hat man auch heute jeden eingeladen. Ich finde, Rap ist kein Grund, um Streit zu machen. Rap ist was Schönes, Bruder. Man sollte lieber connecten, gute Musik zusammen rausbringen, Mode rausbringen. Man sieht, wie viele deutsche Rapper sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. 100 Euro oder damals 50 Mark in meiner Tasche hatte, dann habe ich mir auf jeden Fall immer ein paar schöne Schuhe gegönnt oder einen schönen Anzug. Ob es Reebok Classics sind oder schöne Jordans und so. Also für mich war das schon immer ein Muss, ob ich mir es geklaut habe oder ob ich mir es gekauft habe, erarbeitet habe. Ich musste immer für mich selbst mich wohlfühlen mit der Kleidung, die für mich super aussieht. Nur Liebe für alle. Es hat sich mir gegenüber noch nie jemand blöd oder respektlos oder irgendwas benommen. Wirklich noch nie. Wir arbeiten alle sehr gut miteinander. Wir haben alle Respekt voreinander. Ich habe Respekt vor deren Werdegang, vor deren Arbeit. Die haben Respekt vor meiner Arbeit. Und Gott sei Dank ist es ja auch so, dass meine Gäste immer wieder kommen und auch gerne da sind. Deswegen, das ist ja auch schon ein Zeichen von Respekt und dass die Arbeit gewertschätzt wird. Und das freut mich natürlich sehr. Du musst durch diese Hölle gehen und dann zu gucken, okay, alles klar, ich bin es wirklich wert. Ich bin es wirklich wert, da oben zu stehen, da wo jeder will, da wo jeder hinkommen will. Und das ist einfach das Ding. Und ich lasse mich nicht stürzen. Meine Eltern haben mir Leben geschenkt, das Wertvollste, wertvoller als alles andere.